Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder. Während wir gerade von unserem Pferd getackelt werden, was ist denn mit dir los? Ja, das ist noch ein Stück. Ach ja, stimmt, er hatte gerade eben geschrieben, von wegen, er braucht noch 8000 Blöcke, dann ist er mit dem Tunnel bei Yannick. Ja, die bauen ja diese Tunnel zueinander. Puh, 8000 ist natürlich wirklich krass. Das ist echt richtig, richtig krass. Und es ist gerade Nacht draußen. Die anderen, wir wissen, wir brauchen als Admin hier nicht in unser Bettchen gehen. Das springt automatisch dann um, so wenn wir uns in der Nähe unseres Häuschens aufhalten. Allerdings gehen die anderen wohl nicht Haie machen. Das heißt, ich gehe entweder Hühner schlachten. Das könnte man tun. Ja, doch, das hört sich ganz gut an. Ich schalte das mal aus hier, ne? Ah, genau. Muss ich hier mal die ganze Zeit laufen. Genau, sammeln wir noch ein paar Eier ein. Obwohl, ich könnte die erstmal noch leben lassen. Ja, komm, wir lassen die erstmal noch leben. Und sammeln hier noch so ein paar Eier. Genau, ja, das können wir machen. Das habe ich, boah, bei dieser einen Hühnerfarm habe ich das gemacht. Da habe ich aber auch, ehrlich gesagt, oben ein bisschen übertrieben. Also wir haben ja hier oben in dem Teil, da sind ja die ganzen Hühner, die einfach nur Eier legen. Und da habe ich keine Ahnung, wie viele. Es ist wirklich episch viele, so dass du kein Wasser mehr siehst. Und die legen halt pausenlos Eier bis zum Erbrechen. Ja, da kommt zum Beispiel gerade wieder eins. Was ist denn da los? Warum passiert da nichts? Ich wollte gerade sagen, hallo? Das geht aber nicht hier. Ja, gut, dann waren die doof an der Seite dran. Jetzt müssten sie eigentlich gleich weggehen. Ja, genau. Hier siehst du da, die Lore kommt immer die ganze Zeit vorbei. Fast im Sekundentakt, ein bisschen langsamer. Naja, und auf jeden Fall habe ich da halt so ein bisschen übertrieben und die legen halt wirklich tonnenweise Eier. Und dann hatte ich so ein, ja, ich sag mal, das Gebiet war doppelt so groß auf jeden Fall wie das hier. Wow. Eigentlich eher war das, ja, das wäre praktisch ein Viertel des Gebietes gewesen. Ja, das kommt eher hin von der Größe, wenn ich es gerade überlege. Naja, auf jeden Fall ein Gebiet, was viermal so groß ist wie das hier unten, war dann alles zu mit Hühnern. Du hast keinen Boden mehr gesehen. Und ich hatte das Gefühl, auf den Hühnern standen Hühner. Ja, und auf denen standen auch wieder Hühner. Es war wirklich unglaublich, wie viele da waren. Und ich bin durchgemetzelt. Ich hatte ein Schwert, was Feuerverzauberung hatte. Es war episch. Es war wirklich brutal, wie viel Blut Eingeweide von irgendwelchen Hühnern einem da entgegengespritzt ist. Ja, also es war schon heftig. Ich musste schon so eine Wanne unter den Fernseher stellen, damit dann hier das ganze Blut nicht irgendwie meine Wohnung versaut. Hm. Naja, ja, da muss man schon aufpassen. Ne? Da muss man immer darauf achten, dass man dafür sorgt, dass das ordentlich geregelt ist. So, ich hoffe, es ist mittlerweile mal wieder Tag. Nee, ist nicht Tag. Es geht auch irgendwie keiner pennen. Das ist doof. Gut, ich hätte fragen können, aber hab immer noch zu wenig Steine. Das ist ja schade. Ich kann ihm bloß leider keine abgeben. Wir brauchen die selber. Ich weiß gar nicht, wofür braucht er denn Steine? Wofür brauchst du denn so viele? Was hat er denn vor? Für die Burg vielleicht, die er mit dem Chill zusammen, ich weiß nicht, ob der das mit dem Chill zusammen basteln will, ich weiß ja nur, der Chill baut an der Burg rum, aber ob er jetzt da auch irgendwie dran rumbastelt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Das weiß ich nicht. So. Weil Kohle kommt ja mal dahin, genau. Ah, okay, nee, ist nichts weiter Interessantes. Das ist nicht so dramatisch. Muss immer aufpassen, ne? Aber ich glaube, von den Jungs hier ist jeder sauber. Da brauche ich mir keine Gedanken machen. Chill und ich bauen eine Burg und ich muss mal meine Festung aufbauen. Mhm. Ja. Da braucht man schon ein paar Steine. Oh nein, ich glaube, es regnet. Ja, ich kenne das ja, ne? Also wir haben das ja gesehen bei unserem Türmchen, wie viele man da brauchte. Das war schon nicht mehr schön irgendwann. So, ich werde auch hier definitiv noch mehr brauchen, als wir jetzt gerade hier aktuell haben. Das ist nicht so gut. Aber wenn es jetzt auch noch regnet, dann ist es noch nicht mal tagsüber sicher. Und was machst du denn hier, Rasengan? No, ist das ätzend. Ich glaube, ich habe auch jede Menge Zombies gehört. Die können hier oben drauf spawnen. Ja, wir sehen, es regnet. Kacke. Übrigens, was total interessant ist, während hier ein Zombie steht. Warum steht hier ein Zombie? Ach so, ja. Zum Glück steht hier kein Creeper, das wäre jetzt richtig kacke gewesen. Gehst du ans Fenster ran, nehmen wir alles weg. So, was ich jetzt aber da hinten sehe. Da sehe ich, glaube ich, da ist ein Creeper, ja.
Da hinten weiß ich nicht, was das ist. Es könnte ein Skelett sein. Das ist auf jeden Fall auch ein Skelett. Es könnte auch. Ich glaube, das ist ein Creeper. Das ist ein Skelett. Da ist eine Spinne. Ja, im Nether muss man sich irgendwie auch verteidigen. Am besten mit kleinen Festungen. Ach so, im Nether. Ah, ja. Gut, das stimmt. Ja, die baue ich mir auch immer. Damit ich sicher bin vor den ganzen bösen Buben. Oh, das wird so ätzend, hier rauszugehen gleich. Wenn Tag ist, vor allem wenn es dann immer noch regnet, dann bleiben wir, glaube ich, drin und basteln unten am Lager weiter. Denn ich kann mich so nicht raustrauen, ne? Also das ist, nee. Da haben wir's. Da ist er. Da ist Creepy McCreep direkt vor unserem Fenster. Ach du Scheiße. Boah. Steht. Creepy McCreep. Direkt. Vor dem Fenster. Ach du Scheiße, es gibt's nicht. Und mitten im Zombie jetzt sogar nach dem Schlepptau. Yay! So ein Mist, ey. Die sollen da weggehen. Ich mag das nicht. Warum machen die das? Er steht im ersten Stock. Vom Fenster auf dem Fensterbrett. Ja, das wird dann eher schlecht. Ich glaube, er ist runtergesprungen, aber das wird mich jetzt auch nicht großartig rechnen. Retten. Es wird langsam hell, habe ich den Eindruck. Also zumindest könnte es jetzt auch Tag sein. Denn es ist nicht mehr ganz so episch dunkel. Aber es regnet noch. Dumm gelaufen. Ja, das auch. Ich glaube, er ist weg. Ja, da links ist er noch. Er könnte jetzt hier wieder drauf hüpfen, glaube ich. Boah, wie mache ich denn das jetzt? Also, solange es regnet, kann ich eh nicht rausgehen. Ich sagte eben, es hört auf. Weil wenn es aufhört zu regnen, würde ich einfach sagen, okay, ich renne da hinten irgendwo hin, laut schreiend Richtung Bäumchen und dann da irgendwo runter und... Ah, aber solange es regnet, echt keine Chance. Scheibenkleister. Habe ich eigentlich hier noch irgendwas, was im Ofen hängt? Nur ein bisschen Hühnchen. Aber ich glaube sonst auch nichts weiter, ne? Nee. Hühnchen schlachten? Ja, komm, wir gucken nochmal nach Hühnchen. Komm, gucken wir nochmal nach Hühnchen hier. Und was ist das Ding hier unten? Oh, ein paar hergelegt. Weil das ist ja auch das, ne? Wir könnten noch deutlich mehr Hühner haben, wenn wir die hier unten... Ach du Schande, geht ja jetzt nicht. Genau, sagen wir kurz mal die Hühner ein. Genau, so. Auch wieder 9 Stück, ja? Wenn wir das so ein bisschen halt dafür sorgen, dass diese Hühner hier bleiben und Eier legen. Wenn da unten einfach jede Menge sind, ne? Dann sorgen wir dafür, dass da jede Menge Eier gelegt werden und dann packen wir die einfach wieder da rein und ratzfatz ist das alles soweit fertig. So. Ich glaube es. Nee, ich höre immer noch Regen. Ich dachte eben, er wäre weg. Aber ich höre ihn immer noch. Es kommen nicht so viele Hühnchen jetzt bei rum, sehe ich gerade. Da ist wieder eins. Ja, also insgesamt von diesen ganzen vielen Eiern. Hä? Was hat das denn? Also irgendwie ein Server-Lag, ne? Weil jetzt hat er doch eigentlich aufgehört gehabt. Jetzt. Hat sich aber nicht wirklich gelohnt. Also da hatten wir schon mal bessere Ausbeute. Ich glaube, aber jetzt aufgehört, oder? Ah, ich bin mir nicht sicher. Nee. Ich würde sagen. Oh, nee, und die stehen direkt vor der Tür. Scheiße. Die machen die Tür kaputt, ne? Oder? Oder nicht unsere Tür. Kann auch sein, dass wir da einen besonderen Schutz haben. Oh, oh. So, hier, komm her. Nimm das, garstiger Zombie. Hier, komm, stirb. Dann haben wir schon mal einen weg. Da ist Creepy mit Creep. So, ein Zombie weniger. Habe ich hier noch die Platte drin? Ja, sehr schön. Muss die Musik anmachen. Was ich schade finde, ist einfach, dass dann diese normale Musik nicht aufhört. Früher war das so, dann ist die normale Musik weggegangen, ja. Wenn dann das gespielt wurde, aber anscheinend ist das nicht mehr so. Ein bisschen ätzend. Ich weiß auch gar nicht, warum das jetzt so ist. Ein bisschen schade. Naja. So, was wir machen können, ich habe gerade überlegt, wir können hier mal ein bisschen Erde wegbringen. Brauche ich eh nicht.
Oh, Sand und Kakteen lassen wir mal noch da. Düm, düm, düm. Düm, düm, düm. Ja, ich sollte vielleicht auch lieber aufhören zu singen. Es ist ein doch nicht so ganz angenehmes Erlebnis, glaube ich, für eure Ohren. Für eure sonst so verwöhnten Ohren ist das äußerst grausig. Könnt ihr mir jetzt vorstellen. Oder auch nicht. Vielleicht. Ja, oder vielleicht doch nicht. Wer weiß. Wer kann das schon sagen? Ja, ich mag diese Platte. Das ist auch die einzige, die ich mag, ne? Hatte ich ja schon mal erzählt. So, bin gerade dabei. Ich weiß, der Battlemorph hat eine gebastelt, eine kleinere. Der hat, glaube ich, so einen Häcksler gebastelt. Hm. Ja, eine ganz kleine. Hm. Ich würde gerne weiter basteln, aber es ist... Oh. Es ist nah... Also, es ist Nacht, wollte ich sagen. Ja, genau. Ist, beschwer dich mal, dass Nacht ist draußen. Ja, nee, ist natürlich nicht, aber es ist... regnerisch. Bewölkt. Hatte ich nicht irgendwo noch Eier? Ich glaube, unten waren welche. In einer... Ich glaube, bei tierischen Nebenprodukten irgendwie so. Weil die können wir rein theoretisch... Nee, wo waren die denn? Oder waren die bei Lebensmitteln? Ah ja, genau. Zwei Stück zwar nur, aber egal. Die können wir nämlich rein theoretisch da auch noch mit reinpacken. Wenn zwei Hühnchen mal rauskommen, hat sich das Ganze schon gelohnt. So, hab auch noch vor... Brauche aber erst noch ein paar mehr Steine. Hm, ja, die Problematik kommt mir bekannt vor. Man braucht dann doch ein bisschen was. Ding, 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 ding. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Wir haben ja so viel Weizen und da wir gerade Langeweile haben, regnet es noch? Kann es sein, dass es aufgehört hat zu regnen? Nee, es regnet immer noch. Schnappen wir uns einfach ein bisschen Weizen und vermehren unsere Hühnchen so, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Nee, hier ist ja nicht, ich komme gerade so ein bisschen durch. So, ja, oh, komm, oh, so, haben wir genug. Könntest du von mir welche haben? Hm. Ja, ich glaube, der Battlemorph, nachdem er den Tunnel die ganze Zeit aushebt, der wird da schon genug haben, also ich glaube, reichlich. Ach nee, ich brauche ja Samen dafür, genau. Ha. Verdammt. Ich brauche ja gar nicht das dafür. Och, warum sagt mir das denn keiner? Da renne ich jetzt erst die ganze Zeit in die Richtung, nur um dann festzustellen, dass ich doch das Falsche dabei habe. Sowas ist doof. Das nervt. Ja, komm, nehmen wir einfach hier die Hälfte, 12 Stück. Das ist schön, das sind ja genau 6 Stück, die wir dann züchten können. 6 Hühner, die mehr Eier legen. Warum nicht? Wenn es hilft, und es regnet immer noch, ne? Puh, also jetzt sieht das Ewigkeit mit dem Regen. Ich weiß auch nicht warum. Warum muss das sein? Genau, hier, hier. Hier, hier. Da, hier kommt. Vermehrt euch. Seid glücklich. Liebet euch. So, genau, hier kommt. Irgendwo muss da noch eins sein. Hier, hier, kommt da, hier in der Ecke. Hallo, keiner mehr da? Das kann nicht wahr sein. So, jetzt haben wir es auf jeden Fall fertig. Hm, irgendeins hat auch eins gelegt, glaube ich. Ich habe das gehört, wollte ich gerade sagen. Ah, der Weg ist weit. Mit meinem Orientierungsding. Ah, hm. Ich glaube, das ist auch ein Stückchen. Kann ich nicht? Ja, ich glaube, die sind auch echt Ewigkeit auseinander, ne? Wenn ich das so überlege. Ah, ich glaube schon. So, schmeißen wir das einfach nochmal an. Puh, kommt irgendwas bei rum? Ah, nee, irgendwie kein einziges, ne? Schade. Hm. Aber so langsam wird es da unten voll und kriegen wir dann bald, denke ich mal, doch irgendwie die Erfahrungspunkte voll. Also ich sollte, glaube ich, mal gleich schreiben, dass ich gerne übernachten möchte. Es regnet immer noch. Wie lange will denn das regnen hier? Wochen, Tage, Jahre. Nur noch. Sowas stört. Sowas mag der kleine Ork nicht. Nee, nee, nee. Hm. Ich könnte Kühe ärgern gehen, indem ich dann einfach denen das Leder abziehe. Aber, hm. Ist auch, glaube ich, nicht so gut. Wir können übrigens auch hier nicht so weit gehen, denn irgendwann ist ja Ende im Gelände. Da kommt ja dann dieser kleine
also, ne, also geht das Plateau runter zum Sumpf, so steil. Da ist ja dann auch die Höhle. Und wir kommen dann zu dem Wasser. Nee, Wasserweg nicht. Was ist Roofed Forest für ein Biom? Keine Ahnung. Ich kenne jetzt dieses nicht immer auswendig. Weiß ich gar nicht mehr. Roofed Forest. Hey, das ist, keine Ahnung. Wenn er sagen würde, wie es aussieht. Tja. Auch kein Plan. Hört's auf? Nee. Oh, ich dachte gerade so, weil es hier ein bisschen heller war. So, ja, es hört auf zu regnen. Und dann so, hier muss ich übrigens noch irgendwas machen. Komm, hebe mal hier. Das, ah, toll. Das ist hier mit unserer wunderbaren Schaufel, ne? Ja, aber es muss sein. Dann grab ich mich mal hoch, okay. Ich glaube, Roofed Forest sind diese ganzen großen Bäume, die einfach nur alles abdecken. Könnte jetzt sein. Ich bin zumindest der Meinung, dass das so ist. Warte mal, ich packe mal das hier weg. Aufsammeln, genau. Ich packe das jetzt nicht ordentlich beiseite. Ich packe das jetzt einfach nur mal hier rein. Hier habe ich schon ein bisschen geschludert, ja, genau. So, du. Genau, den Zaun noch wegpacken, habe ich schon gesehen. Hier war auch noch einer drin. Ein bisschen aufräumen. Da muss ich mir gleich was einfallen lassen, wie ich das hier gestalten möchte. Puh. Eigentlich müsste man das genauso wie da drüben machen mit Schwarz-Weiß. Das sieht irgendwie schön aus. Ich glaube, das werde ich auch machen. Weil hier ist ja die Küche und dann kommt hier drüben irgendwie eine Essecke hin oder so. Ich weiß es noch nicht so direkt. Jawolle. Riesenpilze. Ah. Ja gut, Riesenpilze macht auch Sinn. Dann ist ja dann auch alles abgedeckt. So, habe ich denn hier irgendwo schwarze Wolle? Ich habe Tinte. Okay, das heißt dann gleich mal die Schere gezückt. Und dann werden wir kurz mal unten dann die schwarzen Schafe scheren, damit wir ein bisschen schwarze Wolle bekommen. Ist echt schade, dass man. Oder konnte man die verzaubern? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die Schere konnte man nicht verzaubern, dass man irgendwie mehr Wolle bekommt. Das wäre zum Beispiel cool. Ah, wir haben ein paar. Ich sehe gerade hier, wir haben, glaube ich, 4 Stück, habe ich gesehen. Nein. Das nicht. Das tut mir jetzt leid, das wollte ich nicht. Genau. So, wunderbar. 9 Stück, es reicht definitiv nicht. 9 Stück ist zu wenig. Ja, ihr müsst mal was fressen. Schwarzen Schafe tun irgendwie gar nichts. Das sind die faulsten Schafe, glaube ich. Na gut, lassen wir das. 9 Stück. Bäume, Schwarzeiche und viele andere. Ach, das Biom. Ah, jetzt weiß ich, welches er meint. Obwohl ich gar nicht, dass das so heißt. Habe ich nie drauf geachtet. Ich sollte das mal erwähnen. Bettchen? Halt, ja. Vielleicht ist er gerade in der Nähe oder sowas. Das wäre jetzt cool, weil ich habe keine Lust, dass nochmal irgendwie Gegner da sind. Und vor allen Dingen, dass halt, wir hier drinnen rumgammeln müssen, wo ich doch draußen so gerne meine Monsterfalle weiter basteln möchte. Los, komm schon, kleiner Battlemorph. Bärtchen. Oh, bitte nicht zu lange, weil dann sind wieder alle Gegner da. Ach, pff. So, mal kurz gucken. Wie sieht's draußen aus? Sieht ganz gut hier aus. Schauen wir nochmal hier raus. Oh, vielleicht dann. Da ist ein Skelett. Irgendwo höre ich eine Spinne. Ist garantiert auch noch ein Creeper da. Ich wette drauf. Ich sollte Platz machen. Ich sollte kurz mal. So, ich bin da mal weg. Viel Spaß hier noch. Jo. Bis dann. Schnell das hier hingehauen. Ja, zumindest eine Bahn ist. Ja, dann packe ich mal kurz noch hier eine Ladung Steine rein. Ich habe ja, glaube ich, hier schon. Genau, da ist schon mal eins. Dann haben wir 2 Blöcke frei. Und schnell wegrennen. Schnell weg vom Haus. Immer schnell weg vom Haus. Man weiß ja nie, was da so rumkriecht. So, sieht ganz gut aus, glaube ich. Ich konnte jetzt keinen sehen. Das heißt, hier vorsichtig hier lang gehen. Und abchecken, ob noch irgendwo ein Gegner ist. Ich sag mal so, die anderen Gegner sind nicht so wild.
Nur Creepy McCreep ist wirklich schlimm. Genau, das wäre das. Das wäre die Spinne. Oh. Meister des Kampfes. Warum Meister des Kampfes? Hm. Keine Ahnung, was das sein soll. Danke. So, müssen wir gleich mal nachgucken. Wir gucken uns mal das auf den Erfolgen an. Ich gucke das sowieso ganz, ganz selten. Man hat ja auch nicht... Ja gut, man könnte da auch extrem gezielt nachgehen, ne? Also bei den Erfolgen, die man hier hat, kann man schon ganz gezielt nachschauen. So, packen wir das mal hier rein. So, genau, die brauchen wir eher. So, Erfolge. Gucken wir doch mal nach. Meister des Kampfes. Hier, verursache 8 Herzschaden mit einem einzigen Schlag. Hm. Das haben wir also geschafft. Ja gut, hier oben. Das fehlt uns noch. Die Lüge. Ja, the cake is a lie. Das ist so von Portal geklaut. Was haben wir hier? Töte ein Skelett mit einem Pfeil aus einer Entfernung von mehr als 50 Metern. Hm, habe ich keinen Bock drauf. Fliege auf einem Schwein eine Klippe hinunter. Den Erfolg kennt man von der Xbox 360. Das gibt's da auch. Wir könnten das machen. Wir könnten wirf Diamanten zu einem anderen Spieler. Und wir könnten noch einen Fisch fangen und braten. Was haben wir hier? Lege mit einer Lure mindestens 1 Kilometer in einem Stück zurück. Gut, das kriegen wir hin. Was haben wir hier? Oh, hier geht's noch weiter. Das ist, glaube ich, irgendwas mit dem... Benötigt das Ende. Okay. Abenteuerzeit. Mhm. Benötigt Spiel mit dem Feuer? Was ist denn? Erleichtere eine Lure um ihre Route. Hm, ja, das müssen wir auch hinkriegen. Was haben wir hier? Besiege einen Gast mit seinen eigenen Waffen. Das heißt, indem man das die ganze Zeit zurückschlägt. Und fang... Ja, also das, ja, weiß ja nicht, ob ich das unbedingt machen möchte. Ich glaube eher nicht. Nein, eher doch nicht. Vor allem diese Gasttränen. Ich glaube eigentlich so nur für Alchemie braucht man das Zeug, ne? Wenn ich mir jetzt richtig erinnere. Denk nochmal scharf nach. Ja, ich glaube, wir brauchen das nur dafür. Bin ich jetzt so der Überzeugung. Oder? Ist schwierig manchmal. Ja. Ja, das gefällt mir. Wunderbärchenhaft setzt sich echt durch. Doch, ich muss sagen, es finde ich schön. Doch, ja. Müssen auch weiterverfolgen. Es geht nicht, dass dieses wunderschöne Wort dann doch so vernachlässigt wird. Es muss die ganze Welt kennenlernen, ja. Und irgendwann könnte er dann sagen, ich war mit dabei damals. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist hier alles voll mit Schnee, ne? Nach einem einzigen Tag ist alles voll mit Schnee. Ist das ätzend. Mist, verdammter. Oh, das ist echt Mist. Denn das bringt so ein bisschen Unordnung rein. Gut, was ich jetzt machen kann, ich könnte mit der Schaufel schnell rumgehen und könnte das alles wegnehmen. Aber ach du Schande, ey, das gibt's doch nicht. Warum ist denn hier alles jetzt voll mit Schnee? Gut, wegen dieser Obergrenze, glaube ich, ne? Hier ist dann irgendwie, es ist weit oben und naja. Das heißt, wir müssen dann gucken, dass wir alles hier noch ein bisschen wegkriegen. Ist ja zum Beispiel da vorne auch, ne? Wir sehen das ja auch, dass auf den Dächern, da ist schon alles voll damit. Und da unten hat sich zum Glück bisher noch nicht so viel weiter getan. Auf unserem Häuschen. Denn das heißt, da breitet sich's noch nicht aus. Noch nicht. Ist aber sowieso nur eine Frage, wann es denn weitergeht mit dem Ausbreiten des Schnees. Das ist so ein bisschen ärgerlich, ne? Das habe ich ja schon mal erzählt, das nervt so ein bisschen an dem Schneebiom. Dass es halt ständig wächst und irgendwann alles zugekleistert ist damit. Das nervt tierisch. Ach ja, so, einfach mal. Was, wir können ja nichts machen. Ich kann ja nicht überall Fackeln setzen hier in der Welt. Das sieht ja auch doof aus, oder? Ah, nee, es geht gar nicht. So, dup, du, dup, du, 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 du. Ich habe übrigens gesehen, dass der Film, gut, kennen vielleicht jetzt nicht viele, aber das wusste ich gar nicht. Ist irgendwie total an mir vorbeigegangen, dass, Judge Dredd, ja, damals mit Sylvester Stallone und meiner Meinung nach ein richtig cooler Film. Ich mochte das. Ich fand den total cool. Dass der neu verfilmt wurde und der lief jetzt die Tage. Ich habe es bloß irgendwie verratzt. Hat es nicht mitbekommen. kann schon sein.
Ja, er spielt darauf an, dass wir uns eine Zeit lang in der Xbox 360 Let's Plays oder in den Xbox 360 Let's Plays von Pilzsuppe ernährt haben. Weil das eine Zeit lang eines der wenigen Nahrungsmittel war, die wir hatten. Ja, lang, lang ist es her. Ja, nee, und auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie der ist. Ich weiß nur zum Beispiel, die Neuverfilmung von Robocop ist scheiße. Ja, da fällt mir auch nicht mal irgendein schönes Wort ein, was ich da jetzt blumig umschreibend benutzen kann. Das ist einfach Kacke. Dann die von Total Recall habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe jetzt bei Sky die Tage lief der, lief aber zu einer doofen Uhrzeit. Also habe ich das dann so programmiert, dass er das aufnimmt. Dann gucke ich mir dann später an. Ja, und naja, also ganz ehrlich, ich glaube, ich muss hier sowas das machen. Ah, Schneeblöcke. Ah, kann man nämlich auch machen. So, kurz gucken, jetzt nimmt er nichts mehr auf. Ja. Oh, dann machen wir nämlich einfach das da draus. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich die brauche, aber man kann sie für garantiert irgendwas benutzen. Und warum auch nicht, ne? Wir haben ja genug davon. So, hier, guck mal. Ah, das geht auch als Fass. Dafür ist die Schaufel dann gut, ne? Dafür ist die Schaufel echt gut. So, kurz ein bisschen Dreh. So, ja, hier. Wir spielen Winterdienst. Ja, Winterräumdienst. Juhu, yay! Ja, irgendwie so. Das ist doof, ey. Das nervt ja richtig ab hier. Vor allem darf ich das garantiert gleich nochmal machen. Oh, nee, ne? Oh, wie doof ist das denn? Das sind ja episch viele hier. Wenn ich das mit ansehe. Puh, was machen wir denn mit dem ganzen Schnee? Ich habe ja unten auch schon einiges an Schnee, aber so viel? Vor allem, ich glaube, mit Schnee kannst du nicht großartig bauen, denn dann breitet sich ja da auch wieder der Schnee aus. Das heißt, es ist auch wieder Kacke. Das heißt, jetzt werden wir einfach aufhören, das aufzusammeln. Werden hier das Ganze weghauen. Hoffen, dass es nicht so schnell wiederkommt. Das wäre auch mal ganz schön. Nee, also das, wie gesagt, Total Recall, das will ich mir noch anschauen. Wobei ein Freund von mir schon meinte, so, nee, kannst du knicken, ist auch nicht so toll geworden. Ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht ist es ja dann noch nicht ganz so schlecht, weil ich bin nicht immer so episch kritisch. Wobei, jetzt muss ich sagen, doch bei Robocop bin ich schon, weil das war so etwas aus meiner Jugend, was ich mochte, was ich total. Ich war mega Fanat im Robocop, ne? Also das war so, boah, Hammer, Hammer geil. Stand ich ja total drauf, hat so voll meinen Nerv getroffen. Dieses ganze Cyborg, Science Fiction, also Dystopia und so, ne? Fand ich richtig, richtig genial. Finde ich heute noch richtig cool. Also die Originalteile. Natürlich Uncut, ne? Nicht diese scheiß Cut-Version, die es hier immer gibt, wo du dann irgendwie die Hälfte des Films nicht mitkriegst. Der Film war halt brutal und der war aber auch absichtlich von den Regisseuren und den Drehbuchautoren auf übelst übertrieben brutal getrimmt. Einfach nur, um halt so einige Sachen zu verdeutlichen. Das haben die auch gesagt. Also zum Beispiel, ich habe die eine Version, den ersten Teil, genau, den ersten Teil habe ich in der Extended Version, Uncut. Und da gibt es so ein Making-of, was dabei ist, wo halt so die Regisseure halt und Produzenten gefragt werden. Und dann sagen die auch so, ja, wir haben halt so viel in die Luft gejagt die ganze Zeit, dass wir mittlerweile schon Ärger bekommen haben mit den einzelnen Behörden dort und alles. Und jeden Tag flog irgendwas am Set in die Luft, was halt da gesprengt wurde. Also die haben wirklich extremst übertrieben. Ja gut, okay, aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ein cooler Film, also die ersten beiden. Der dritte Teil war nicht so gut. Das war dann schon so, okay, da ging denn die Idee aus, war auch nicht mehr so toll. Aber die ersten beiden definitiv richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, okay, der zweite Teil war, boah, der zweite Teil war haarig. Der zweite Teil war richtig, richtig haarig. Der erste Teil war schon heftig. Gerade dann so der Anfang, wo man dann sieht, wie er zu Robocop wird, das war übel. Ja. Aber es wird dunkel, wisst. Bett. So, wir können noch nicht. Das ist noch nicht so dramatisch. So, aber das war halt schon echt richtig, richtig krass, ne? Also das, weiß nicht. Und wenn ich mir das vorstelle als Nicht-Cut-Version oder als Cut-Version, da fehlt alles. Ja, da fehlt ja dann wirklich alles, was da irgendwie in dem Film eine Rolle spielt. Das würde dann ja rausgeschnitten sein. Da müsste es ja bedeuten, dass es rausgeschnitten ist. Dann kannst du den Film sowieso nicht mehr angucken. So, ein bisschen Licht machen, denn wir brauchen ein bisschen mehr. Denn es wird ja noch weitläufiger hier, ne? Wir sehen, es ist ein bisschen größer jetzt geworden. Schneeball werfen. So. Puh, flapp, da hat's gemacht. Ja, weg war's.
Und auf jeden Fall diese Neuverfilmung, weil ich das schon gesehen habe, da irgendwie mit seinem komischen Schwarz und es ist kein richtiger Cyborg mehr, sondern irgendwie läuft er da so richtig und oh, mega ätzend, ja. Deshalb, ich hoffe, dass dann Total Recall nicht so doof ist. Denn ich fand den Film damals mit Schwarzenegger schon nicht schlecht. Klar, nicht einer der besten. Ich muss sagen, ich bin da nicht so der extreme Total Recall-Fan, wie manch anderer vielleicht. Da gibt es garantiert dann noch den einen oder anderen, der da noch enthusiastischer dabei war und sich gedacht hat, so, oh ja, geil. Ne? Das ist bei mir nicht ganz so. Aber naja, was willst du machen? Kannst du machen, nix. Schade eigentlich. Ich finde das immer doof, wenn so Neuverfilmungen versemmelt werden, weil ich weiß noch, am Anfang, ich hatte mich so gefreut, ja, ich dachte mir so, boah, scheiße, ich habe das Eisen vergessen. Nein, das habe ich nicht gedacht, aber das habe ich mir gerade so eben, da habe ich es hingelegt, genau. Ja, dachte ich mir so, oh, cool, so Robocop Remake wird richtig genial, jetzt mit den heutigen Effekten garantiert noch besser und, aber man merkt dann halt auch, dass unbedingt diese neuen Möglichkeiten mit der, ich sag mal, Computertechnik nicht unbedingt hilfreich sind bei solchen Filmen. Der Darsteller damals, der musste sich in so ein komisches, starres Kostüm reinsetzen, ja, und musste wochenlang Trainings machen, wie er sich denn als Cyborg so zu bewegen hätte. Das ist schon echt krass und das kommt irgendwie viel authentischer rüber. Ich weiß auch nicht. Ist es, ja, schwer zu beschreiben. Man muss es halt gesehen haben. Ja, also, dass dieses. Nee, ich mag es nicht. Es ist irgendwie zu schnell und der Typ ist viel zu schnell und Robocop ist eher so ein bisschen träge und dadurch auch gehandicapt und der Typ ist einfach so, er flitzt durch die Gegend hier und da und wuppt dich. Ey, ganz ehrlich, mega nervig. Mega, mega nervig. Kann ich gar nicht ab. Das ist so, oh, nee, mag ich nicht. Irgendwie der Schauspieler gefällt mir auch nicht, der den da macht. Also, ich weiß auch nicht. Auch gut, ich muss sagen, was nicht so ganz reinpasste, war halt dann später die Serie, die kam so in den 90ern, gab es eine TV-Serie zu Robocop. War auch nicht schlecht, war aber halt eher an ein junges Publikum gerichtet. Ja. Lag daran, dass das dann doch recht beliebt geworden ist auf einmal, dieses ganze Thema, also noch beliebter, als es ohnehin schon war. Und dann hat man halt eine TV-Serie draus gemacht für Kinder. Da gab es dann dieses ganze Spielzeug dafür. Oder davon, zum Beispiel auch dieses Detroiter Polizeiauto und hast du nicht gesehen, Robocop mit allen verschiedenen Aufsätzen und ach, schon richtig, richtig cool. Fand ich auch total geil. In der Serie wurde nie einer getötet von Robocop. Robocop hat anstatt dann wie im Film, wo er wirklich brutalst irgendwie immer auf die Leute da drauf geballert und von wegen egal, wenn er halt tot ist, dann frisst er kein Brot in der Zelle, so nach dem Motto, ne? Hat halt immer drauf geholzt und ja, in der Serie hat er dann halt immer so geschossen, dass keiner verletzt wurde. Dass er dann irgendwie, keine Ahnung, der Schrank dann auf den Typen drauf stützt. Es war aber nicht so schlimm. Also, es hat mich nie gestört, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das gerne geguckt. Die Serie kam seltsamerweise, auch wenn sie eher für Kinder war, oder halt halbstarke, könnte man vielleicht sagen, kam die immer zu einer Uhrzeit. Ich glaube, das war RTL damals. Und die kam. Boah, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, also welcher Wochentag war es, weiß ich nicht mehr, aber die kamen wirklich spät, also irgendwas mit 22 Uhr oder so kamen die. Und das war schon so komisch, dass das dann immer zu der Uhrzeit laufen musste, weiß ich auch nicht. Aber das war auch so die Anfangszeit, wo man anfing, so spießig zu werden, was hier so rumgeschnippelt und so anging, das war ja vorher nicht, ne? Da gab es das alles Uncut, da hat das gar keinen gestört. Da hast du halt die Filme gesehen. Also, ich frage mich, wie Freddy Krüger heutzutage aussieht, ja, wenn der zum Beispiel im Fernsehen läuft, der Original. Ja, gut, okay, jetzt mittlerweile ist es ja auch wieder ein bisschen verweichlichter geworden, ne, dass man ein bisschen mehr so, ja, wo man sagt, ja, es ist nicht mehr so schlimm, braucht nicht mehr ganz so sein. Zum Beispiel Doom darf man ja mittlerweile auch, glaube ich, wieder zocken. Ich glaube, Doom ist runtergenommen worden, ne, vom Index. Ja, ich glaube, es wurde runtergenommen. Weil das war ja so, oh, nee, Doom, auf keinen Fall, oh, schlimm, schlimm, ja, genau, die ganzen bösen Pixel da, ja, man kann ja so viel erkennen. Ich weiß gar nicht, was sie ja gegen Doom unbedingt hatten. Wahrscheinlich war der Typ von der USK selber Spieleentwickler und war neidisch darüber, dass er nicht so eine tolle Idee hatte und Doom selber nicht entwickelt hat. Wer weiß es. Man kann nicht reingucken in die Leute. Nervt aber auf jeden Fall sowas. Was mich gerade nervt, ist, dass schon wieder die nächste Schaufel kaputt ist und ich total viel noch an die, oder von diesem Zeug wegklöppeln muss. Das nervt mich auch gerade so ein bisschen. Also mit dem Schnee, es ist ätzend. Es ist richtig nervig.
Boah, wie viel Schneebälle ich jetzt habe. Ich weiß gar nicht, wie ich mit den Schneebällen machen soll. Soll ich irgendwie, keine Ahnung, eine Schneeballfabrik basteln oder was? Ich komme ja auch nicht irgendwie voran. Das ist so mies. Ja, jetzt hänge ich hier und muss die ganze Zeit irgendwie Schaufeln basteln. Obwohl ich eigentlich viel Besseres machen könnte. Ich könnte schon so weit sein mit dem Ganzen, mit der Produktion, aber nö. Ich muss ja hier dann die ganze Zeit dafür sorgen, dass ich Schaufeln habe, damit der Schnee weggeht. Weil ich sag mal so, wir haben es eben gesehen, mit dem normalen Weggeklüppel, das dauert ja noch Ewigkeiten viel länger. Also das, nee, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht bringen. Ätzend. Ja, komm, wir kürzen mal ein bisschen ab hier. So. Schnell ruf da. Genau, der Schnee geht an der Stelle weg. Sehr schön, so muss das auch sein. Bloß hier hält er sich hartnäckig. Ich weiß noch nicht, ob der zum Beispiel von hier aus dann nach oben hindurch geht, der Schnee. Weiß ich immer nicht, weil Schnee ist so komisch berechenbar. Ich habe mich damit auch nie großartig auseinandergesetzt. Denn Schnee war für mich immer egal. Ich mochte den nie, ich wollte den nie. Und ich war immer froh, wenn ich ihn weg hatte. Oder irgendwie was gemacht hatte, das halt nicht mehr da war. Aber ich glaube, er wächst nicht nach. Das heißt, wir haben vielleicht gute Chancen. Und da können wir das ja so machen, wollte ich gerade sagen. Weil dann ist der Schnee auf definitiv weg. So, das wäre das. Nüpfen wir hier einmal rüber und machen kurz da hinten noch fertig. Denn da war mir die Schaufel kaputt gegangen. Ach, genau. Oh, dann hier schnell raufgehüpft. Genau. Das mache ich gleich mit was anderem, denn das ist irgendwie die Schaufel ein bisschen zu schade für, oder? Ja, doch. Schon so ein bisschen. So, schön. Wasser fließt. Und? Geht weg? Ja, sehr schön. Dann haben wir das auch hier unten noch weg. Erst von da oben direkt durch, ne? Ha. Oder ist das von hier gekommen? Schwer zu sagen. Dann setze ich hier erstmal Fackeln hin. Nicht, dass dann der Schnee wiederkommt. Das möchte ich nämlich nicht. Gut, und jetzt endlich können wir weiter basteln. Wurde ja auch Zeit, ne? So, ja, kurz irgendwie dafür sorgen. Was essen können wieder. Genau. Dann wird es jetzt interessant, denn ich brauche hier einen Wasserkanal. Also erstens kommt jetzt hier erstmal das nächste Plateau hin. Da können wir absehen. 1, 2, 3 habe ich ja gemacht, ne? Und dann, was weiß ich, machen wir hier hinten kurz. Und genau, hier kommt das nächste Plateau hin, hatte ich gesagt. Das wäre dann so zwei Felder hoch, nur, ja, das ist okay. So, 1, 2, 3. Mache ich hier noch einen Wasserkanal rein oder sage ich, das reicht? Na gut, letztendlich kann ich hier eine große Ebene machen und hier einen Wasserkanal und da. Das heißt, die aus der Ecke werden dann fließen dann hier runter. Ja, und die von hier gehen dann auch irgendwann runter oder werden runtergeschoben. Irgendwie so. Ja, das passt schon. Ja, ich denke doch. Sollte zumindest. So. Genau, ja, das passt, das sieht, das wird sowas von wundervoll. Ja, es sei denn, ich verbaue mich nicht immer die ganze Zeit. Und es wird nicht gleich wieder Nacht. Ich wette gleich, ich hatte keine Zeit dann, dass wir Eier machen können. Das würde so zu unserem Glück passen, ne? Glaube ich auch. So, dann ziehen wir kurz den Rahmen. Ja, sehr schön. Wunderbärchenhaft. Ja, und praktisch hier kommt dann jetzt, genau, hier wird das. Weil jetzt haben wir hier dann einen Hohlraum, der 1 hoch ist, aber das ist jetzt nicht so dramatisch, glaube ich. So, genau. Ach, verdammte Axt. Jetzt müsste man die Nacht überspringen können. Ging ja eigentlich, aber das machen wir nicht. Nee. Sowas tun wir hier nicht. So, dub. Jetzt muss ich nur was aufpassen, dass ich auch wieder rauskomme. Ja, weil es wird dunkel. Und hier ist schon wieder Eis.
Hier ist schon wieder Eis. So, ich gehe mal ins Bettchen. Bett, Fragezeichen. Tibet ist das sogar. Ja, das Tibet, das aus Tibet kommt. So, dann muss ich gleich mal gucken, wie wir das machen. Ich hoffe, er sagt ja. Nein, er sagt nicht ja. Verdammt, es wird dunkel. Oh, ja, doch, er geht ins Bettchen. Oh. Oh, pff, Schwein gehabt. So, nun gut, dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle Schluss. Wir sehen uns ja dann das nächste Mal wieder. Ich hoffe, dass dann nicht Nacht ist, weil ich gehe es nicht runter. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.